Also Markteinschätzung vom 3.3. Donnerstag heute. Großartig, dass ihr alle wieder dabei seid. Christoph Jans mein Name und ihr seht im Hintergrund auch, dass ich mein Hintergrundbild abgeändert habe hier ja auf den Brexit soll das hinzielen. Das ist hier die City of London und wir haben ja im Juni vorgeschobene Entscheidung bezüglich des Austritts des englischen Königreiches, ob man innerhalb der EU bleiben möchte oder nicht. Es gibt ja viele warnende Stimmen, die sagen, ja, wir möchten jetzt eigentlich immer darauf hinweisen, dass das keine gute Idee wäre. BMW hat das schon so verlautbaren lassen und auch BlackRock war das. Die hat der Chef gesagt, ja, die negativen Einflüsse wären wahrscheinlich zu groß. Also überlegt das euch nochmal. Wären eigentlich die negativen Einflüsse wären einfach zu groß für UK. Aber dazu später nochmal. Ja, wie immer hier der Risikohinweis als erstes. Dann haben wir natürlich aktuelle Themen, die ich mitgebracht habe. Und dann haben wir hier den Marktüberblick, Crude Oil, Gold, Eurostar oder DAX 30, wie immer. DAX Dow Jones haben wir hier. Und dann die Aktienempfehlung von letzter Woche, die 5 und 5 Aktienempfehlungen der Zukunft, die ich euch mitgebracht habe. Tolle Werte sind das wieder. Also ganz fantastisch. Also ich fasse die besten Werte, die ich seit langem mitgebracht habe. Und dann kommen wir schon zu den Börsenterminen, die wichtig werden für euch. Da müsst ihr genau darauf achten. Freitag zum Beispiel ein ganz wichtiger Termin. Ja, natürlich der Risikohinweis an dieser Stelle. Wir haben natürlich immer darauf hinzuweisen, dass Anlagen an der Börse mit Risiken behaftet sind. Und auch die Empfehlungen hier, das sind keine konkreten Empfehlungen zum Kaufen, Halten oder Verkaufen. Ja, es spiegelt spiegelt meine persönliche Meinung wider. Also darauf soll hingewiesen sein. Aktuelle Themen. Ihr seht hier den russischen Ölminister Alexander Nowak. Der hat sich gerade getroffen mit dem russischen Führungskreis und ja, hat darüber sinniert, ob man jetzt genug Stimmen zusammen hat, dass man eventuell jetzt über eine Einfrierung des Preises nachdenken kann. Und man spricht mit vielen Förderländern und diese Förderländer machen 73% der weltweiten Produktion aus. Und so ist es, dass eventuell jetzt im März ein großes Treffen stattfindet. Und das Ziel ist es, den Ölpreis auf einem Level von 50 bis 60 Dollar pro Barrel zu stabilisieren. Ja, und das hat der Markt bereits gerochen und das wird wahrscheinlich dann auch der Grund sein, warum hier der Ölpreis jetzt aus diesem Abwärtstrend herausgebrochen ist. Ich zeige euch das gleich nochmal. Aber der Ölpreis steigt ja wirklich seit geraumer Zeit und das kann man auch wirklich sehen. Also das ist wirklich, wirklich schon fast eine Kehrtwende. Und natürlich der Supermärz, so habe ich ihn genannt. Supermärz, warum? Ja, weil die EZB und die Fed natürlich die Entscheidung treffen. Am 10. März haben wir EZB-Entscheidung und am 16. März dann die Fed. Und ja, der Draghi, der wird wahrscheinlich dann Entscheidungen treffen bezüglich weiterer Lockerungen. So sieht es der Markt aktuell. Das ist die einhellige Meinung. Es wird wahrscheinlich zu weiteren Lockerungen kommen. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich im weiteren Verlauf des Webinars. Und bei der Fed ist die einhellige Marktmeinung, dass man es nicht so eilig hat mit weiteren Anhebungen. Na, da gibt es einfach Pros und Cons, die man beachten muss. Also möglicherweise keine weitere Erhöhung. Aber man hat auch andere Maßnahmen, die man ergreifen kann. Natürlich an dieser Stelle der Marktüberblick. Wir haben hier das Öl. Das ist hier der Stand 17:30 Uhr. Öl West Texas Intermediate natürlich. 0,60% auf 34,95 oder knapp 35 Dollar. Gold geht rauf, 1,35, wie schon in der vergangenen Woche, 1.257, Euro-US-Dollar 0,70 auf 1,0945. Und dann die letzten beiden, da geht es runter, DAX kaum verändert, 0,07 minus 9.746 Punkte. Dow Jones 30, 0,3% runter auf 16.835. Dann schauen wir uns mal genau die Kurse an. Hier ist der MetaTrader, hier ist das Rohöl. Ja, und ich hatte es ja angesprochen, man ist ja gerade dabei, vielleicht sich im März zu treffen. Und wenn man so die kritische Masse erreicht hat, dann möchte man dann zum Schluss kommen, dass man das Öl bei einem Preis von 50 bis 60 Dollar stabilisieren will. Das hat der Markt sicher schon gerochen, weil wir hatten gestern Erdöllagerbestand. Und die sind eigentlich höher ausgefallen als erwartet, nämlich um 10 Millionen Barrel gestiegen, statt um 3,6 Millionen. Und der ganze Gesamtlagerbestand, der liegt jetzt so bei 518 Millionen Barrel, also eine unfassbar große Menge. Also hier Erwartungen übertroffen, was eigentlich
Negativ ist für den Ölpreis, eigentlich hätte er hier fallen müssen, ist ja ein Überangebot. Aber Pustekuchen, ihr seht hier, der Kurs, der steigt und steigt. Ich muss hier meinen Höchstkurs immer wieder revidieren hier. Wenn ihr das hier seht, ich hatte den hier eingezeichnet bei 35, aber da sind wir ja schon knapp drüber. Und eigentlich hatten wir gedacht, der Ölpreis sollte hier fallen bezüglich hier des Lagerbestandes. Aber gar nicht. Pustekuchen, da fällt er. Steigt da einfach weiter, einfach weil der Markt jetzt der einhelligen Meinung ist, dass wir hier dann doch ein Einfrieren des Kurses sehen. Und ja, so wird das wahrscheinlich dann möglicherweise kommen in naher Zukunft. Und auch das Angebot des Irans, das wird dann gar nicht so die große Rolle spielen. Das ist ja nur einer von vielen in diesem Punkt. Aktuell so 1 Million Barrel gefördert pro Tag. Aber man sagt schon, im August könnten es auch schnell 4 werden. Man investiert ja gerade ganz stark in die Produktion und es wird ja schon viel exportiert in die Richtung. Siemens hat gerade Gasturbinen geliefert, man kauft jetzt groß ein und das ist ja auch eine tolle Entwicklung. Und wir haben hier also dann aktuell ein Überangebot, ne? Wie auch schon in den vergangenen Wochen. Aktuell 1 Million Überangebot pro Tag. Aber ja, das scheint aktuell nicht der ausschlaggebende Faktor zu sein beim Ölpreis. Das Einfrieren des Ölpreises, das macht hier die Nachrichten. Und ja, Ölpreis aktuell ja ein bisschen mehr als nur der Preis für unser Benzin, ne, der aus dem unser Benzin gemacht wird, sondern aktuell ist der Ölpreis viel mehr. Also aktuell ist der Ölpreis der Gradmesser für die Konjunkturaussichten. Und alle gucken immer auf den Ölpreis, wenn es auf und ab geht, dann hat das immer direkt einen Einfluss auf die anderen Märkte, war früher eigentlich gar nicht so der Fall. Also, Öl aktuell der Taktgeber an der Börse. So sieht es aktuell aus. Schauen wir uns mal ja das Gold an. Gold hier der aktuelle Nutznießer der aktuellen ja, Unsicherheit, möchte ich mal sagen. Und ihr seht hier, der Kurs, der verläuft hier in einem schönen Flaggenmuster. Wenn ihr es mal hier so seht, können wir hier so weiterzeichnen. Also hier im High bei 1263. Und ihr seht hier, diese untere Unterstützungslinie wird immer wieder bestätigt. Also wir laufen hier in so eine Keilformation und kann man hier vielleicht den Ausbruch schön handeln. Also interessant aktuell hier ist dieser Bereich. Da könnte es rausgehen. Und für uns interessant ist als nächstes hier die Marke vom 22.01.15 und zwar 1307 Dollar. Na, hier grün wir mal die Zielmarke für die nächste Marktbesprechung hier Donnerstag wahrscheinlich, hier der 10.03. Und ja, Gold aktuell sehr gefragt. Wir haben hier eine tolle Entwicklung auf Jahressicht. Also im laufenden Jahr sind es hier fast 17%, dass das Gold hier plus macht. Und wenn ich mal hier ein bisschen zurückgehe, hier 4 Stunden Ansicht, dann seht ihr hier auch, das Gold macht hier wirklich richtig viel Wert. Wir haben hier den 31.12., das ist hier dieser Bereich. Und seitdem hier geht das 20% geht es hoch. 20% geht es hier aufwärts für das Gold. Und hat hier seine Bodenbildung gefunden bei 1047 Dollar. Und das ist jetzt wirklich eine Trendwende. Der Aufwärtstrend hier schon mehrmals bestätigt. Und das ist hier dann doch der Beginn einer ja, längerfristigen Hausse. So sehen jetzt auch viele Chefanalysten. Und ja, wenn die Fed hier zum Beispiel dazu übergehen sollte, vielleicht sogar auch mit Strafzinsen anzufangen, also EZB macht das ja schon. Japanische Notenbank hat das auch. Also wenn Banken Geld bei der EZB parken, dann müssen jetzt dafür Geld zahlen. Auf die Idee könnte die Fed jetzt auch kommen. Und die einhellige Meinung ist, dass das den Goldpreis ebenfalls steigen lassen könnte. Dann muss also das Geld jetzt einfach weitere Anlagen suchen und dann parkt man das Geld zwangsfristig erstmal im Gold. Und ja, auch die US-Staatsanleihen-Rendite, die tun ja übrigens dazu bei. Das war ja früher immer so ein sicherer Hafen für Anlagen, immer so bei 2% Verzinsung. Jetzt aktuell nur so bei 1,8. Aber wenn das so weitergeht, dann könnten das auch ganz schnell mal 1,5 werden und das würde dem Goldpreis weiterhelfen. Hinzu kommt noch das Handelsvolumen an der Derivatebörse COMEX. Im Februar lag es bei 4,37 Millionen Gold-Futures. Das ist Rekord für Februar. Liegt 70% über dem Vorjahresniveau. Also aktuell stark gehandelt das Gold. Und auch im Februar 16 haben die US-Münzpräge-Anstalten Rekordverkäufe gemeldet. Ja, die haben sich vervierfacht auf
83.500 Unzen. Wahnsinn. Ne? Und auch die Notenbanken, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, kaufen vermehrt Gold und bunkern es ein. Kommen wir zu unserem Euro. Ja, er fällt ja schon eine ganze Weile. Wir hatten ja gedacht, er erholt sich hier. Aber dann kam halt Meldung auf, dass hier es zu weiteren Lockerungen kommen könnte. Und das ist immer so das, was der Markt so im Hinterkopf hat. Ne? Wenn das mal geäußert wird, dann vergisst der Markt das auch nicht. Seitdem fällt es hier. Wir haben hier den 11.2. als wichtige Marke und nähern uns jetzt schon wieder so einem Niveau von, ja, vom 5.1. hier. Das sind 107.909. Bricht hier mal ganz kurz aus dem Abwärtstrend aus, aber das muss noch nichts heißen. Ja, dieser Anstieg, der sackt auch schon wieder in sich zusammen. Eigentlich erwartet der Markt, dass es hier zu weiteren Lockerungen kommt, was den Euro weiter verbilligen würde. Ne? Aktuell haben wir hier schon das Low gesehen. Das ist ja dieses Niveau. Das sind 108,25. Ja, und was natürlich ein Punkt war, was die EZB jetzt natürlich dazu verleiten würde, weiter vorzugehen, ist zum Beispiel die Inflationsrate. Ja, die lag in der Eurozone, also dem Bereich, wo der Euro Zahlungsmittel ist, lag im Februar bei minus 0,2%. Ne? Im Januar waren es noch 0,3%. Also schon deflationäre Tendenzen, das sieht die EZB gar nicht gern, möchte ja eigentlich 2% sehen, ob das jetzt so ein sinnvolles Ziel ist, das ist doch schon ziemlich hochgegriffen. Ne? Die USA sind schon eher so in dem Bereich, die liegen jetzt bei 1,4%, Deutschland sind wir bei 0,5%, also das könnte ein Punkt sein, warum man halt zur Tat schreitet. Anderer Punkt, einfach die schwache Konjunktur in Europa und auch hier in den Schwellenländern und in China und die, wie gesagt, die niedrige Inflation haben wir angesprochen und ja, man könnte also den Einlagenzins noch weiter, negativen Einlagenzins noch weiter erhöhen. Und das Anleihenkaufprogramm, das hat ja insgesamt ein Volumen von 1,5 Billionen. Man hat aber erst ein Drittel ausgeschöpft, also da ist noch viel Luft nach oben. 60 Milliarden pro Monat, da könnte man noch mehr draus machen. Und dann haben wir hier die FED. Die FED hat die nächste Sitzung ja am 16. März. Und die hat so eine Art B-Spuck, nennt sich das. Und am Mittwoch gab es da einfach ein paar Sachen draus zu berichten. Das B-Spuck müsst ihr euch so vorstellen wie so eine Analyse der Umfrage der Konjunkturdaten. Zeitraum Januar bis Februar jetzt, 16. Und da geht es einfach darum, wie sieht eine Konjunktur aus? Machen wir hier eine Zinserhöhung oder nicht? Und da gibt es einfach ein gemischtes Bild. Ne? Der Arbeitsmarkt, der hat sich ein bisschen besser entwickelt. Morgen ganz wichtig, ne? Arbeitslosenquote USA. China aber schwach und das haben wir jetzt am Dienstag gesehen, da hatten wir diesen Kaijin-Index, der ist zurückgegangen, das ist diese chinesische Wirtschaftszeitung, ganz wichtig, und den Dienstleistungssektor sowie die Industrie, dort verlangsamt sich das Wachstum, ne? Also Arbeitsmarkt besser, aber Industrie- und Dienstleistungssektor verlangsamt Wachstum und dann haben wir natürlich den starken Dollar bisher, der immer noch sehr stark ist, belastet einfach auch die Erträge für alle Unternehmen, die so exportieren. Und so ist die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung zwar nur bei 2%, aber man könnte einfach auch andere Maßnahmen treffen. Schauen wir uns mal den DAX an. Weiter. 4-Stunden-Ansicht seht ihr hier. Und dann seht ihr einfach hier, dass wir hier diesen Abwärtstrend gefangen sind. Wenn ich auf Tagessicht gehe, dann sehen wir hier auch das High von 12.440 Punkten natürlich. Na, das kennt natürlich jeder von euch hier, das ist der Bereich. Und seitdem haben wir hier einen Abwärtstrend und ja, in diesem Trend ist auch DAX weiter gefangen. Wir hatten ihn hier jetzt im Low gesehen, im Bereich hier von 8.692, aktuell hier im High bei 9.833. Gehen wir wieder näher ran, 4-Stunden-Ansicht hier. Und dann seht ihr hier, dass wir jetzt knapp ja, die 200-Tage-Linie hier gestriffen haben, hier in diesem Bereich. Und die Zielmarke ist wie immer hier die grüne Linie hier, das ist hier der 10.3. Ne? Und ja, das letzte High, das war hier am 30.11. Das waren die 11.431. Ja, was hat denn der DAX heute bewegt? Ganz interessant hier war die Conti, die hat 5% plus gemacht. Konzernchef Degenhardt hält es weiterhin das weiter für möglich, hat aber keine Details. Er wies lediglich auf das pralle Liquiditätspolster von 5,2 Milliarden. Worüber rede ich hier eigentlich? Es geht darum, dass man eventuell weiter Unternehmen kaufen möchte. Ja,
Also die Kriegskasse prall gefüllt, 5,2 Milliarden. Es gab einfach gute Jahreszahlen 2015, man hat gutes Geld verdient und die Dividende wird gesteigert auf 3,75 € pro Aktie. Das ist natürlich ein toller Wert, kann man sich gut sehen lassen. Und dann haben wir hier Deutsche Bank, oh, zu den Gewinnern heute mal, 3,46% habe ich hier. Und zeigt sich hier im Februar relativ stark. Ja, ist die ganze Zeit gefallen und jetzt sieht es so aus, wenn man doch jetzt mal einen längeren Anstieg hätte. Fundamental gibt es auch keine Neuigkeiten, aber auf der Branchenkonferenz erklärte John Crine, dass wir ein funktionierendes Geschäftsmodell hat und man möchte seine Position als führende Firmen- und Kapitalmarktbank in Europa weiter ausbauen. Ja, also das Low lag bei 13,24 € und jetzt ungefähr so bei 18. Ja, das ist schon ein guter Anstieg, ne? K&S haben wir hier, da geht es 3,12% rauf und man ist ja so mit der thüringischen Staatsanwaltschaft im Gespräch, geht dann darum, ob man in die Mulde Salze eingeleitet hat. Ne? Mulde, wirklich ein wunderschöner Fluss. Ganz fantastisch, sind auch Rotkäppchen-Sektkellerei, auf jeden Fall sehenswert. Aber das Unternehmen ist unverändert der Meinung, dass man da eine Genehmigung für hätte. Ja, und dass es halt in den Jahren von 99 bis 2007 rechtmäßig gewesen sei. Also jetzt rauf und runter. Tagesverlierer Fresenius Metal Kicker, der Dialyseunternehmen, erhält eine Kreditrating von BB Plus. Das ist gerade so über dem Durchschnitt, also für Kreditausfallrisiko. Deutsche Telekom minus 2,53% geht runter. Geschäftsjahr 2015 endete leicht über den Erwartungen. Umsatz betrug fast 70 Milliarden und damit 10,5% mehr als 2014. Trotzdem hier geht es fast 3% runter für die Telekom. Kommen wir zum DAO. Bevor wir uns die tollen Aktienempfehlungen angucken von dieser Markteinschätzung und am besten gehe ich hier nochmal zurück, dann seht ihr eine schöne Formation hier, habe ich hier auswendig gemacht beim DAO. Und im Grunde ist das hier fast eine W-Formation, also ein Doppelboden, kann man auch sagen. Also hier seht ihr, ne, Doppelboden und aktuell hier im Low bei 15.359 und seitdem hier haben wir hier den Anstieg des DAOs. Gehen wir also wieder näher ran. Das also für die Chart-Fans, Chart-Formations-Fans bei euch. Also hier, das hier der aktuelle Anstieg und wir nähern uns hier wieder jeder Marke und zwar hier vom 3.11. Das waren die 17.903. Seitdem hier Anstieg bis auf 16.905. Und was hat den Dow Jones heute bewegt? Minus 0,3% runter auf 6 Monate Sicht, aber hier 3,35 im Plus. Laufenden Jahr sind es aber dennoch 3% Rückstand. Bewegt hat den Dow heute die CAT. Die Caterpillar 3,16% geht es hoch. Da gab es ein Ergebnis bezüglich der Erträge. 74 Cent pro Aktie hat man im vierten Quartal vermeldet. Das ist 7,25% über den Analystenschätzungen. American Express 1,7% geht es hoch. Und zwar kauft die US-Bank Citibank. Citigroup von American Express das Kundenkreditkartenportfolio der Großhandelskette Costco. Und im Juni soll die Transaktion abgeschlossen werden. Das spült viel Geld zu American Express. Tagesverlierer Microsoft 2% runter. Man fragt sich ein bisschen, ob die neue Holo-Brille ein bisschen teuer ist für Privatkunden. So bei 3.000 jetzt, hat man erstmal angepeilt. Und McDonald's haben wir hier 2% ebenfalls im Minus. Okay, schauen wir uns mal die Aktienempfehlung der Woche an. Aha. Also hier nochmal die Übergang. Im Grunde aber bleiben wir gleich im MetaTrader. Genau, die erste Empfehlung von letzter Woche. Das war wirklich ein toller Wert hier. 25.2. war das ja noch. Und zwar war die erste Empfehlung, müssen wir mal zurückgehen. Das ist hier die Walmart gewesen. So war genau. Das ist die Walmart. Das war die Empfehlung vom letzten Mal. Die erste. Und ja, das ist wirklich ein ganz fantastischer Wert hier. Hat ja einen schönen Aufwärtstrend genommen. Ist ja etwas zurückgekommen. Trotzdem hier nach wie vor bullisch eingestellt für den Wert. Hat sich hier gerade hier wieder konsolidiert hier auf 65,56 $. Und aktuell hier in der Umbruchphase. Und die Umsätze, die
sind aktuell auf einem Niveau von 479 Milliarden. Aber man ist auch wirklich bemüht, gerade viel Investitionen zu tätigen. Und zwar wird man ganz viel Geld in die Internetplattform stecken, weil gerade da ja viel Wettbewerb kommt. Und es wird auch höhere Löhne geben für Mitarbeiter, um einfach diese zu motivieren. Aber die Ausschüttungsquote für Dividende, die bleibt bei 44%. Das sehen Aktionäre sehr gerne und bleiben hier, wie gesagt, am Ball. Wir hatten hier wieder zwei Einschätzungen vom letzten Mal. Wir hatten die Nomura, Robert Drubul hat gesagt 70. Sehen wir hier den Wert. Und dann hat man noch Goldman Sachs, die sieht hier mal, sagt hier so bei neutral. Goldman Sachs also 58. Da sind wir aber auch schon drüber weg. Okay. Also, will ich trotzdem noch hier auf bei belassen. Dann haben wir hier, oh, das war wirklich ein toller Wert hier. Das war die Wolters Kluwer, Entschuldigung. Kürzel ist hier MetaTrader AMS.WL. SN und ja, die hatte wirklich eine tolle Entwicklung genommen bisher. Also wirklich nur 7 Tage her. Ist seitdem hier von 33 Euro hier fast im High auf 35, 61 gestiegen. Belassen wir ebenfalls auf Buy. Und ja, die Dividende steigt das 10. Mal in Folge. Und zwar aktuell bei 0,75%. Das sind dann 6% Steigerung. Der Umsatz ist ebenfalls gestiegen um 15%. Ja, auf Jahressicht auf 4,2 Milliarden. Und der Gewinn, der steigt ebenfalls, wow, um 24% auf 583. Also das sind die Zahlen von 2015. Ganz fantastisch. Was macht Wolters Kluwer nochmal? Ist ein holländisches Unternehmen und die stellen Software her. Also vollkommen der Cloud verschrieben. Also Cloud aktuell ein Riesenthema und die machen zum Beispiel so Kanzleisteuerungssoftware für, wie gesagt, für Steuerberater und für Anwaltskanzleien, dass sie nicht mehr so viel Papierkram haben. Und sie sind dadurch bekannt, dass sie 2004 Springer Akademischer Verlag gekauft haben. Ja, also hier ganz fantastisches Unternehmen, geführt von Nancy McKinstry. Würden wir hier auf Buy belassen. Und dann kommen wir hier nochmal zurück. Dann haben wir hier den Wert Orange. Genau. Französische Orange. Ja, wer ist denn jetzt um Orange? Wird sich der eine oder andere fragen. Das ist die ehemalige France Telekom. Aber die nimmt hier wirklich eine tolle Entwicklung seit wirklich geraumer Zeit. Ja, muss man wirklich lange zurückspulen, damit das hier nicht so positiv aussah. Also hier in der 4-Stunden-Ansicht seht ihr es nochmal genauer. Und die lassen wir ebenfalls auf bei, ist hier im Aufstieg begriffen. Nur leicht angestiegen seit dem letzten Mal. Nimmt hier ihre Bahn. Was haben wir noch für Meldungen für die letzten 7 Tage von der Orange? Genau, ich hatte es ja angesprochen, da kann es eventuell zu einem Zusammenschluss kommen mit dem französischen Unternehmen Bouygues. Und man ist auch gerade im Gespräch, und zwar hat man sich hier von Seiten Orange, das ist ja der Chef Stéphane Richard, mit dem französischen Präsidenten François Hollande getroffen. Und ja, wie das immer so ist, der Staat ist immer stark involviert, ist ja auch meistens Aktionär bei solchen großen Unternehmen. Wie zum Beispiel auch bei Da Vinci, die hatte ich auch mal empfohlen, der Straßenbauer und auch Betreiber, auch Autobahnbetreiber. Und das sind immer so strategische Investments des französischen Staates. Und darum trifft man sich ja auch mit dem französischen Führungsriegel, französischen Franzosen hier, François Hollande, um einfach sich den Segen abzuholen für dieses große, für diesen großen Zusammenschluss. Da wird ein sehr großes Unternehmen entstehen. Man hat ja auch nochmal für das vierte Quartal tolle Daten mitgeteilt. Und zwar einfach aufgrund des starken Geschäfts in Europa. Man hat zum Beispiel seine 4G-Kunden, das ist also der nächste Internet-Mobilfunkstandard für schnelle Datenübertragung. Da hat man seine Kundenbasis zum Vorjahr verdoppelt. Man hat jetzt aktuell 11 Millionen Kunden. Ganz fantastisch und ist auch stark in Afrika und auch in Polen, glaube ich, und Spanien und das wird mir hier auch beibelassen. Grandioser Wert. Und dann kommen wir schon zum nächsten. Das ist die 3M. Hier auch schön kurzes Kürzel, USA.MMM. Und ja, haben wir hier einen leichten Anstieg zu verzeichnen. Dem letzten Empfehlung hier, dieser Bereich war das. Haben wir hier den Anstieg schon mitgenommen. Interessant ist ja die Marke hier vom 2.3.15. Die lag bei 170, 47. 3M, ja, absoluter Traum für Aktionäre, weil einfach fortlaufend Dividende gezahlt wird
Haben ein tolles Kreditrating hier, AA-. Und Dividende wurde schon, also man hat die Dividende immer beibelassen und auch nie gesenkt, eher noch weiter angehoben. Und zwar blickt man auf eine Dividendengeschichte, muss man ja sagen, von 99 Jahre zurück. Und allein in den letzten 10 Jahren hat man halt 46 Milliarden ausgeschüttet. Man ist immer bemüht, immer die Aktionäre bei Laune zu halten. Und auch im ersten Quartal 2016 hat man die Dividende angehoben um 8% und aktuell sind es so 1,11 Dollar. Ja, aktuell auch bemüht, Sparbemühungen umzusetzen. Einige Bereiche leiden natürlich auch ein bisschen unter der Dollarschwäche, aber das starke US-Geschäft, das beflügelt dann noch weiter. Und man peilt so einen Gewinn pro Aktie von 1,66 Dollar an. Etwas mehr als von Analysten erwartet. Und ja, man geht von einem Überschuss plus von 2% auf 4,8 Milliarden geht man aus. Also natürlich ein großes Unternehmen, das auch nicht so schnell umgebaut ist. Aber man hat viele Sparten und auch gut aufgestellt. 3M weiter auf beibelassen. Und dann haben wir hier den letzten Wert. Das war die Johnson & Johnson. Kürzel USA.JNJ. Ebenfalls hier positiv entwickelt. Diesen Bereich haben wir gut gemacht und es kommt jetzt für uns hier die nächste Bereiche in Frage. Das ist hier die 109,51 Dollar vom 13.11.14. Wenn ich mal zurückgucke, dann seht ihr hier auf Tagesbasis und auf Wochenbasis, dass wir eigentlich hier durchweg schönen langfristigen positiven Trend haben. Und was haben wir noch zur Johnson & Johnson? Wir haben Analysten-Ratings hier, 9 Stück sind sogar, 7 Raten hier Strong Buy, einer Buy und einer Sell. Zwar natürlich auch hier der starke Dollar dem Unternehmen etwas zugesetzt, bekannt hier zum Beispiel durch Pflegeprodukte, Cremes und dergleichen, die Johnson & Johnson herstellt. Im Grunde ein sehr breites Markenportfolio, fast wie bei der PepsiCo. Allerdings fiel jetzt hier das Umsatzminus im Schlussquartal geringer aus als erwartet. Man ist, wie gesagt, breit diversifiziert. Man hat hier Gesundheitsmanagement, stetigen Cashflow, Medizingeräte-Franchise, also man vermietet Medizingeräte, stetige Einnahmequelle. Dieser Bereich wächst. Dann haben wir den Pharma-Bereich mit hohen Margen und die Güter sind alle relativ preisunelastisch. Also wenn man Pflaster werden immer gebraucht. Und Krebsmedikamente werden dann auch immer abgenommen, auch wenn der Markt mal nicht so gut läuft. Und das sichert halt konstante Gewinne. Man hat 53 Jahre lang die Dividende erhöht. Und jetzt am 8. März wird die Dividende hier bei 0,75 Dollar liegen. Man hat ein AAA-Rating, also besser geht's kaum. Würde ich hier ebenfalls auf Buy belassen. Also, fünfmal gute Empfehlung. Kommen wir zu den neuen Werten. Ebenfalls 5 fantastische Werte. Ich hatte gesagt, eigentlich schon fast die besten Werte, die ich seit langem gefunden habe. Gucken wir uns den ersten Wert an hier. Das ist die Airbus Group, früher ja ERDS. Und hier rechts seht ihr den Chef Anders. Und der Wert macht hier aus 6 Monatssicht 8,41% plus. Und genau, ERDS, eigentlich ja früher das Kürzel für European Aeronautic Defense and Space Company. In Leiden, Niederlande, sehr hübsche Stadt. Und Thomas Enders hier rechts. Und man hat sich wieder umbenannt in Airbus Group. Aktuell sehr interessant, einfach für unser Unternehmen, ist das China-Geschäft. Und ja, man rechnet eigentlich für die kommenden 20 Jahre mit fast 5000 neuen Flugzeugen, die dort benötigt werden. Und rechnet man ebenfalls ein gutes Stück vom Kuchen abzubekommen. Auch wenn es da jetzt schon erste Ansätze eines eigenen Flugzeugproduktion gibt, aber Airbus und Boeing machen da gute Geschäfte. Man produziert dort auch. Man ist dort aktiv in Tianjin und hat dort gerade ein Auslieferungszentrum eröffnet. Da wird bereits auch schon der A320 montiert. Ja. Letzten Bestellungen aus China waren im Oktober. Da hat man 130 A320 bestellt und A330 für 15,5 Milliarden Euro. Und im Sommer wurden nochmal 45 A380, das sind die Langstreckenjets,
bestellt, die zweimotorigen. Die haben die ja die 340er abgelöst, das waren ja vierstrahlige. Aber da war immer das Problem, dass sie zu viel Sprit verbraucht haben. Also jetzt macht jetzt aktuell die 330, kaum kleiner als die 340er. Hier in Hamburg ja auch ein großes Werk, Entschuldigung. Und viele Bekannte arbeiten dort auch. Ja, man rechnet also mit guten Geschäften für die nächsten Jahre. Aktuell fliegen in China 750 Airbus-Flugzeuge. In 5 Jahren sollen es aber 2000 sein und der Markt wächst stärker als China selber wächst, nämlich um 10%. Und man wird 2034 soll man sogar den US-Markt überholt haben mit 1,7 Milliarden Flugpassagieren. Unglaublich. Und was noch interessant ist hier, dass man eventuell jetzt die Ariane Space übernehmen möchte. Also die Ariane-Rakete in Kourou, die wird dort gebaut, bevor der Satelliten in den Orbit und da ist man interessiert daran. Schauen wir uns mal den Kurs an. ERDS, ist genau hier, genau. Und dann seht ihr hier auch, ja, genau mal ein bisschen zurück, hier Wochensicht, Tagessicht, schon mal schöne Entwicklung genommen und ja, hätte ich den Wert ein bisschen früher empfohlen, dann hätten wir vielleicht sogar hier in diesem Bereich kaufen können. Aktuell hier im Low gewesen bei knapp 50 Euro, jetzt bei knapp 60 Euro. Also hier das eine schöne Kaufempfehlung, die EADS, Airbus Group. Dann haben wir den nächsten Wert, das ist auch wirklich ganz fantastisch. Kam ja heute nochmal eine Meldung, dass man eventuell jetzt in den DAX aufgenommen wird. Das ist wirklich eine allergrößte Ehrung hier. Man hat also wirklich tollen Job gemacht und ihr seht hier den Chef der ProSieben Sat.1 Media Gruppe, Wolfgang Link. Eigentlich ja ein Branchenfremder, aber sehr erfahren, hat schon in vielen Bereichen gearbeitet und er hat hier das Ruder übernommen. Ich glaube, es war 2008 und seitdem hat er das Unternehmen umgebaut, auf Profitabilität getrimmt und gibt hier viele Analysten, die hier eine Kaufempfehlung geben. Also, man könnte eventuell jetzt also hier im März, da wird also nochmal der DAX umgestaltet, könnte man K&S verdrängen. Ja, K&S wird wahrscheinlich der Absteiger sein, einfach weil die Marktkapitalisierung zu gering ist von K&S. Man ist jetzt auf Platz 46 und da ist einfach hier die ProSieben Media einfach besser. Und 2015 gab es bereits mal einen Versuch von der ProSieben in den DAX aufgenommen zu werden. Das war im September. Und da hat man versucht, hier die Familienunternehmen Vonovia auszutauschen. Ist aber gescheitert. Und jetzt also der nächste Versuch. 2015 tolle Daten hier mitgeteilt. Umsatz um 13,4% gesteigert, Gewinn um 11,6%. Und was ganz toll ist, dass nur noch 40% der Erlöse aus der TV-Werbung kommen, ja? Weil der TV-Markt insgesamt ja eher ein schrumpfender Markt ist und die jungen ja, die Zuschauer eigentlich ja gar nicht mehr so gern darauf warten, ihre Lieblingsserie zu irgendwelchen Sendezeiten zu sehen, sondern sie möchten sie sofort sehen und darum wenden sie dem Fernsehen einfach hier den Rücken zu. Und da ist man gut aufgestellt, weil ProSieben Sat.1 Media Gruppe natürlich nicht nur Fernsehen anbietet. Man hat ja klar Sender Sat.1, Kabel 1 und ProSieben natürlich. Aber man hat auch Einnahmen aus Maxdome. Das gehört dazu. Größtes deutsches Videoportal. Da kann man also wirklich auch mal Amazon was dagegen stellen. Also Amazon Prime oder Netflix. Und MyVideo gehört dazu. Spiele und Videos. Und Ampia, Musikstreaming-Dienst. Also ganz tolle schon mal Möglichkeiten, Geld zu verdienen und dann hat man auch noch eine tolle Beteiligung an Verifox, also Kreditvergleich und man beteiligt sich auch fortlaufend an weiteren Startups. Ja. Und das Ganze wird dann vermarktet, also man vermarktet dann die ganzen Werbung über die Tochter 7One Media, also multidimensionaler Vertriebskanal dementsprechend und insgesamt hat man hier einen sehr guten Chef gefunden, der das Unternehmen hier aktuell führt. Schauen wir uns mal den Kurs an. ProSieben Kurs. Da haben wir den schon, genau. Da ist er. Und ich gehe noch ein bisschen zurück. Ja, das ist hier Tagesansicht, Wochenansicht. Seht ihr hier auch, das ist schon mal eine schöne Entwicklung. Und das ist hier die Tagesansicht.
Wir hatten hier das High von 50, 51 Euro. Ich gehe mal hier in die 4-Stunden-Ansicht. Na, und dann seht ihr hier, genau, dieser Bereich hier, den peilen wir wieder an. Der wurde bereits erreicht. Das war hier so am 10. November herum. Und im Low haben wir hier bei 40,64 Euro. Aktuell über 46,70 Euro. Und wir haben aber hier schon wieder hier einen Anstieg zu verzeichnen. Hier fast 6 Euro ist er wieder gestiegen. Gehen wir mal hier in die Tagesansicht, dann sieht es ein bisschen besser. Ein schöner Verlauf. Auch schon wieder über der 200-Tageslinie drüber. Das also die weitere Kaufempfehlung ProSieben. Nächster Wert, Renault Nissan. Ja, ein Autotitel diesmal. Ja, aber soll ich überraschen. Hier seht ihr den Chef, den Brasilianer Carlos Ghosn. Der ist auch Chef von Nissan. Das ist ja im Grunde Nissan Renault. Entschuldigung, Nissan. Ja, Nissan Renault, genau. Das ist ja die Nissan Renault Gruppe. Und man hat hier 2015 eine Umsatzsteigerung von 10% und Gewinn von 50% vermeldet. In Deutschland gab es gerade nochmal Absatzzahlen hier im Februar. Und da hat man von Renault-Seite 22% mehr verkauft. Und was wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass Renault bei Elektroautos sehr stark ist. Und darum pocht man einfach auch darum, dass es halt vom Gesetzgeber klare Vorgaben gibt für E-Autos und autonomes Fahren. Ja, man hat von BMW auch nochmal gesagt, in 4, 5 Jahren wird man wahrscheinlich Kaffee trinken können und das Auto fährt alleine. Und in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Weltweit ist jedes zweite verkaufte Elektroauto von Renault. Ja, wusste ich auch gar nicht. Ihr seht hier rechts den Leaf, linke Seite von Nissan. Und da rechts den Renault Twizy. Manchmal der Pizzabote fährt da mit, glaube ich. Sieht man häufiger. Und ja, man hat hier gerade eigene Aktien zurückgekauft. Das ist auch positiv für 3,2 Milliarden. Und dann hat man ja natürlich eine Beteiligung an Nissan von 43,4%. Und wie gesagt, das ist eine gute Sache gewesen, weil man hat jetzt auch die Möglichkeit, viele günstige Autos zu produzieren. Zu dem Konglomerat gehört ja nicht nur Renault und Nissan, sondern auch Dacia. Ja, Dacia aus Rumänien. Und dann hat man hier Avtovaz. Die produzieren Lada. Das ist ein bisschen so das Sorgenkind, aber Dacia, Nissan und Renault, Nissan ja zweitgrößter Anbieter Japans, die machen hier einen tollen Job und können einfach auch sehr günstige Autos anbieten, auch noch viel günstiger als Volkswagen. Also eigentlich ist Renault Nissan der eigentliche Volkswagen, wenn man so sagen mag. Und ja, Carlos Ghosn, ganz interessante Vita, hat sogar brasilianisch, französisch, libanesische Staatsbürgerschaft. Ah, gucken wir uns mal den Kurs an. Da ist sie auch schon, in Paris und in Renault, genau. Ich gehe nochmal zurück. Im Grunde fast ein wiederkehrendes Bild hier. Zuletzt starke Kursschwankung, aber das haben wir jetzt hinter uns. Der Wert steigt hier, genau wie eben bei der ProSieben Media, eigentlich schon fast vergleichbarer Kursverlauf. Und wir haben hier, ihn hier im Low bei 66,18 Euro. Und peilen jetzt hier die Marke von 100 Euro an. Also das sind hier so 34, ne? 34, in dieser Range bewegt sich das. Das hier die Zielmarke hier. Grüne Linie vom 10.3., nächste Marktbesprechung, nächster Donnerstag. Und wir haben hier Einschätzung von Goldman Sachs gerade nochmal. Hat hier von 97 auf 100 erhöht. Und UBS hat er auch nochmal am 29.2. gesagt, wir sind hier bei 110. Das also weitere Kaufempfehlung. Dann haben wir die Rhön Klinikum, hier ein deutscher Titel. Klinikbetreiber hat aber auch hier 2015 tolle Daten gebracht. 1,1 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Gewinn hier bei fast 90 Millionen. Und das traf auf die Prognosen der Experten. Und man möchte ganz interessant jetzt vermehrt in Startups investieren, und zwar in der Rhön Innovations GmbH. Man hat ja auch wieder mehr Geld jetzt in der Tasche gehabt. Man hat 2014 43 Kliniken verkauft und
hat dann gleich auch eigene Aktien vor kurzem gekauft für 167 Millionen, um einfach auch ein bisschen Kurspflege zu betreiben. Und genau, das war 2014. Und für 2016 erwartet man 1,1 Milliarden Umsatz bis 1,2, das ist die Range, etwas erhöht. Und das der Betriebsgewinn EBITDA soll zwischen 155 und 165 Millionen liegen. Nochmal zurück zum Startup, der gefördert werden soll, das ist die Startup-Bereich. Man möchte insbesondere innovative Startups im Medizinbereich fördern. Wie gesagt, die GmbH wird dann den Fokus auf medizinische Innovationen im Kerngeschäft legen und Aufbau ambulant stationärer Strukturen zur Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Ne? Das ist ja immer ein häufiges Problem, dass viele Ärzte im ländlichen Bereich aufgeben, weil es sich für sie nicht mehr lohnt oder viel zu viel Arbeit ist. Lieber einen Beruf in der Stadt suchen. Und ein weiterer Punkt ist hier die Weiterentwicklung der Netzwerkmedizin. Ein wachsender Faktor, dass man auch von weit aus Analysen machen kann. Das ist, denke ich, eine großartige Sache. Man betreibt ja letzten Endes Kliniken, Krankenhäuser und medizinische Vorsorgezentren. Und man ist hier beheimatet in Bad Neustadt an der Saale. Ich glaube, das ist noch Franken. Und ihr seht hier rechts den Martin Siebert. Kurz der Kurs der Rhön-Klinikum. Das ist hier wie folgt, genau. Kommt jetzt gerade nochmal zurück von der 28,13 €. Wir hatten hier im Low bei 24,91 €. Hier im rückblickend, aber ein schöner Anstieg zu verzeichnen. Und weiter reicht hier unsere Historie nicht. Aber wir hatten sie hier im Low bei 13,40 €, genau. Und seitdem steigt hier der Wert auch. Dieser Bereich. Und gehen wir mal in 4-Stunden-Ansicht. So, alles klar. Genau, also hier. Am besten wartet noch ein bisschen ab, bis der Wert wieder ein bisschen zurückkommt. Also hier in dieser Bereich hier. Und dann ist aber wirklich nochmal schönes Long Investment aus meiner Sicht hier. Und dann könnte wieder die Marke von 28,13 € interessant werden. Alles klar. Einen Wert habe ich noch, das ist auch wirklich ein ganz toller Wert, amerikanischer Titel. Fiserv, auch ganz interessant. Und zwar sind die in dem Bereich Mobile Payment unterwegs. Also Deutsche sind ja sehr verliebt in ihr Bargeld, aber der Trend geht wahrscheinlich eher dahin, dass man mit seinem Handy demnächst bezahlt. Und da ist Fiserv ganz stark aufgestellt. Und zwar bieten die Lösung dafür an, dass man einfach zum Beispiel Geld bezahlen kann, also mit Handygeld. Oder per Handy bezahlen kann. Und das macht ja auch Sinn. Also wenn ich in der U-Bahn fahre, dann hat eigentlich jeder, 3 von 4 haben ein Handy in der Hand und warum soll sie nicht ihre Bahncard auch mit dem Handy bezahlen? Und das bietet Fiserv an. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, betreut 13.000 Kunden im Mobile-Payment-Bereich und auch ebenfalls, man betreute um die 145 Millionen Girokonten. Und im ersten Quartal, da gab es die Meldung schon vom ersten Quartal 2016, Umsatzsteigerung um 4% auf 1,2 gerundet Milliarden. Betriebsergebnis hier 8% gesteigert auf 371. Also doch recht einträglich das Geschäft. Und man hat auch gleich weitere Aktien zurückgekauft. Also eine gute Idee in diesem Fall. Und ihr seht hier links den Chef, hier Nasdaq gelistet. Hier die Erstnotierung. Und wir haben hier ein ganz tolles Unternehmen hier gefunden. Man ist auch ausgezeichnet worden vom Fortune Magazine. Zweiten Mal in Folge nominiert zum Most Admired Company und auch zum Best Employer beim Forbes Magazin. Also sehr mitarbeiterfreundlich. Man gehört auch zu den Top 10 der Top 100 Fintech Companies, also Fintech, Finanztech. Aktuell ja das Modewort. Und ich zeige euch mal den Kurs der Fiserv. Also hier Nasdaq-Wert, Fiserv, Kürzel ist NDQ, FISV, 4-Stunden-Ansicht hier. Und ihr seht hier, brauche ich gar nicht weiter zurückscrollen, tolle Entwicklung, kaum Kursausschläge, wirklich gar nicht so dramatisch wie bei vielen anderen Werten hier. Die Range, in denen sich der Kurs hier bewegt, hier liegt hier bei
Hier haben wir 99, knapp 100 Dollar auf 86, also 14 Dollar, dieser Bereich. Und lass ihn hier noch ein bisschen zurückkommen hier, aktuell hier bei 97,06. Und dann hier wäre das hier meine fünfte Kaufempfehlung, ne? Also hier auf Niveau von, ich sag mal, 93 Dollar und dann würde ich hier auch einsteigen. Ja, Chef ist W. Yubuki und man hält auch 180 Patente im Finanztech-Bereich. Das auch. Patente sind immer sehr viel wert, darum wird ja auch mal viel gestritten. Haben sich auch Apple und Google viel gestritten um Patente und auch Amazon natürlich auch. Und wie gesagt, man betreut 13.000 Kunden in 80 Ländern. Was interessant ist, ja genau, man kann auch über deren Lösung Geld zwischen Freunden teilen. Also wenn man einem Freund Geld leiht und so, kann man das einfach per Handy rüberschieben. Das ist natürlich auch ganz fantastisch. Also da ist man auch groß drin und bietet da Lösungen an. Also liegt genau im Trend das Unternehmen Fiserv. Ja, schauen wir uns mal die Börsentermine für die nächste Woche an, bis nächsten Donnerstag. Wir hatten heute nochmal Dienstleistungsindex, Februar, etwas besser ausgefallen in den USA. Und dann hatten wir hier, ah ja, genau, dieser Bereich, das müsst ihr euch auf jeden Fall notieren. Morgen um 2:30 Arbeitslosenquote USA. Erwartet werden 4,9%, also unverändert. Und da guckt der Markt genau drauf. Und dann haben wir hier schon Dienstag, hier haben wir noch Handelsbilanz, Verbraucherpreisindex in China, also viele die chinesische Daten hier. Und dann kommt hier, wie gesagt, der 10. März, das ist die Entscheidung der EZB. Ich hatte gerade noch eine Frage auf YouTube, da hat jemand gefragt, ja, wie sieht es denn aus, wann wird denn die EZB, wenn sie sich für eine Maßnahme entscheidet, dann das auch durchführen? Ja, das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass hier, hier etwas steht, ne? Entschuldigung, dass hier einfach hier ein Ergebnis steht und darauf reagiert der Markt einfach. Ne? Und das ist der Punkt, wenn Draghi sagt, er macht dies, das und jenes, wir haben uns für diese Maßnahme entschieden, dann reagiert der Markt. Ne? Und nicht danach, also wenn es losgeht, weil dann ist die Entscheidung ja nicht getroffen. Es geht immer um die Zukunft an der Börse und man ist hier einfach danach aus, was die Zukunft bringt, welche Entscheidungen getroffen werden. Und das sind jetzt zwar eine Entscheidung bezüglich hier des Zinssatzes, aber natürlich wird Herr Draghi auch etwas für die weitere Lockerungsmaßnahmen dazu sagen. Und Entscheidung ist für euch einfach hier der Termin, das ist hier 13:45 Uhr, es wird wahrscheinlich auch live übertragen bei Phoenix möglicherweise. Ihr könnt auch hier auf die Seite investing.com gehen und dann seht ihr ja auch, wenn ihr euch diese Wirtschaftskalender anguckt, dann könnt ihr hier auch hier diesen Bereich hier anklicken und dann seht ihr auch einen Link zur EZB, wahrscheinlich auch live übertragen von der EZB. Naja, und dann haben wir hier am Samstag, dann am 12. März, dann schon die Industrieproduktion, das auch ganz entscheidend hier, ganz wichtig hier. Und hier wird jetzt 6% wird für Januar erwartet. Das auch nochmal wichtiger Punkt, 6:30. Ja, natürlich aufgezeichnet wie immer das Ganze, möglichst morgen auf YouTube. Und ja, bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Toll, dass ihr alle dabei wart und ich hoffe, ihr werdet ein und zwei meiner Werte handeln. Fragt mich gerne per E-Mail unter cjans@hbs-ag.de und ja, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.